Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Aber wer um meinetwillen das Leben verliert, wird es gewinnen. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hinten sind nur manche Gräber, aber auf diesem Friedhof sind ganz, ganz viele. Können wir einfach sagen, all diese Menschen, die auf diesem Friedhof liegen, haben sie schon das Leben gewonnen haben? Wir wissen nicht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Manche hatten wahrscheinlich ein schönes Leben, manche vielleicht ein schwieriges Leben, manche hatten vielleicht mit vielen Schmerzen, manche vielleicht mit vielen Verletzungen, körperlich und seelisch. Manche hatten wirklich eine glückliche Ehe und manche vielleicht Kinder mit Kindern und manche vielleicht kinderlos. Aber wie können wir das Leben gewinnen, wenn wir das Leben verlieren? Sprechen all diese Menschen irgendwas davon, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Und ganz besonders, wenn Jesus sagt, wenn ihr um meinetwillen das Leben verliert, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Was ist dann eigentlich die Botschaft von Jesus? Und man denkt oder nennt diese auch als Evangelium, als frohe Botschaft. Ich würde so verstehen, dass Jesus nicht nur eine Person ist. Jesus ist nicht nur einfach eine Figur ist, wo wir einfach als Bild oder als, Gedenken haben können, sondern Jesus ist Programm, Jesus ist Leben. Weil Jesus der Einzige war und ist, der ja die gesamte Liebe in ein Leben eben zusammengepackt hatte. Das heißt, Jesus spricht vom Leben, von der echten Liebe. Und wenn wir mit der echten Liebe sind, dann werden wir das Leben haben. All diese Menschen haben vielleicht ein bisschen sporadisch in dieser Liebe gelebt. Manche mehr, manche weniger. Aber die vollkommene Liebe oder die Vollkommenheit in Liebe geschieht nur in Jesus Christus, weil er nach dem Glauben der Christen, der die Liebe des Vaters für uns und zu dieser Welt gebracht hatte. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn jemand das Leben verlieren will aufgrund der Liebe, dann wird er eben das Leben gewinnen. Wenn einige vielleicht hier, die für die Liebe das Leben verloren haben, sie leben weiterhin in ihren Herzen, in unseren Herzen, ganz besonders bei den Verwandten und Freunden. Das heißt, Liebe lebt immer. Wenn wir nur für uns gelebt haben und wenn wir nur die eigenen Vorteile in unserem Leben bevorzugt haben und wenn wir nur mit eigenen Verletzungen leben und alles eben ausschließen, dann werden wir nicht in der Liebe leben. Jesus zeigt in seinem Leben, dass die Liebe allein der Maßstab für das Leben ist. Und deshalb sagt Jesus, wenn ihr um meinetwillen das Leben verliert, dann werdet ihr leben. Es geht darum, dass wir das Leben in einer vollkommenen Liebe leben. Ich wünsche es sehr, dass all diese Menschen, die hier liegen oder auch in allen unseren Friedhöfen, dass sie wirklich nach diesem irdischen Leben diese Liebe echt finden, weil Jesus eben damals versprochen hatte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Jesus ist ein Programm, Jesus ist Leben, Jesus ist Liebe. Also wir gestalten heute in den kommenden Tagen, aber für das ganze Leben, diese Botschaft Jesu. Wiedersehen.